Ich begrüße euch zu einer weiteren, schon lange, lange vor mir hergeschobenen Session von Red Dead Redemption 2. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mich dann NBA doch sehr lange aufgehalten und jetzt habe ich mal ein bisschen Pause von allem gemacht und jetzt bin ich aber wieder da. Und wir stehen hier, auch wenn es kaum zu erkennen ist, weil es gerade mal wieder dunkel ist, bei uns im Camp. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir in der letzten Folge richtig die Kacke am Dampfen. Und ja, wir gucken jetzt mal, wie es da so weitergeht. Okay, andere Seite. Wisst ihr, was das Gemeine ist? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das mit der Steuerung funktioniert. Es ist so gut. Irgendwie konnte man noch rennen. We keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. This is lying low? You turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Okay, da scheint richtig Ärger zu sein gerade. Schauen wir doch mal, was wir so aus Dutch rauskriegen. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure, this can wait. Okay, nice. Wir haben Arbeit zu tun. Hallo, Lady. Ihr wisst ja, Pferdeliebe und so. Are we riding there? Yeah, that's my girl. I thought you meant now, Arthur. Ja, chill. Entschuldige, dass mein Pferd halt ein bisschen Are we going then? Darf kriegen. Easy. Und Futter. Wir reiten wir halt hier lang. Auch gut. Ach, da ist noch ein Stein. Immer. Daniel findet alle Steine. Das ist geil. Herrlich. Er findet halt einfach alle Steine. So, where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to, and fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Ich wusste doch, auf X war irgendwas mit Rennen, aber das war tatsächlich. Killed a lot of Cornwalls, man. They must know where we are by now. Ja, wie gesagt, es tut mir ungemein leid, dass das jetzt hier so lange gedauert hat und dass sich das jetzt noch halt länger zieht. Aber ich wollte halt erst einen gewissen Fortschritt bei NBA geschaffen haben. Schlussendlich. Dafür ziehen wir das hier jetzt komplett durch. Vorher gibt es bei mir nichts anderes mehr. Ja. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Glaube ich mal eben auf die Karte. Make sure it's clear and a good place to...
Weil vielleicht gibt's ja auch eine Straße quasi dahin. Ja, gibt es, aber. Okay, das heißt, wir müssen hier rüber. Dann reiten wir darüber. Lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Hey, pass auf, Alter. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. Diese Unterhaltungen sind einfach so toll. Ups. What are you doing? Dich umrennen, weil ich die Kurve verpasst habe. Entschuldigung. So, und nu? Hallo? Raus, nicht rein. So, ja, hier ist die Kreuzung. Du willst? Ach, hier geht's runter. Okay, ich wollte gerade sagen, du willst jetzt, dass ich da runterreite. Aber gut. Easy. Auf die Gefahr hin, dass das nervt, aber. Nö, das ist richtig. Genau hier wollen wir hin. Prima, dann reiten wir jetzt hier weiter entlang. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before? Put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, with these Pinkertons, better paid bounty hunters, I ain't so sure. Besser bezahlte Kopfgeldjäger. Auch eine schöne Beschreibung. They've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one. Which guarantees even more trouble. Möglich. Hold up. Vor allen Dingen bewegen wir uns jetzt in einem Streifen, wo wir halt echt aufpassen müssen, dass wir nicht erwischt werden. I know it, you know it. Hold it. So. I think that must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Hä? Yeah, whoa. It does. Whoa, Pferd, ain't Alter. Sure be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Ei. Something over there. You see it? Someone on the ground there. So, du siehst also was. Alles klar. Yeah. Warte mal. Muss hier mal was erledigen. Hey. So, Übung aufheben.
He's been shot. Let's be careful, Arthur. Okay. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Quit talking. Wollt ihr vielleicht mal was essen? You started it. Ja, jetzt mal so. You really have to do that? He don't need it now. You see there? Tent and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Nur um sicher zu gehen, dass wir die Knifte dabei haben. Everybody. Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. Ich vermute fast, dass wir hier gleich richtig Ärger kriegen. Aber gut. Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Ja, das denke ich allerdings auch. So richtig überzeugt bin ich davon nicht, dass hier keiner ist. Aber hier gibt's was zu essen. Nehmen wir mit. Kostenloses Futter ist immer gut. Wow. Okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Ja. You all right, girl? Ich mag den Guten. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait, just let me make sure this is right.
Ja, Arthur ist halt doch eigentlich ein Guter. Er möchte böser sein, aber eigentlich steckt doch mehr Gutes in ihm, als ihm lieb ist. Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutchie. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you asked me. Think this is the right way? Give me a second. Continues along the shore here. So, what were you talking about before? Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Ein kleines Bad für das Pferd. Alter, wo redet ihr denn mit dem Sinn? Going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. A year or more. He did? Hold up. Let me check this. Hey, we don't need to announce our arrival. Ja, du hast recht. Ich hab die Bremse gesucht. They carry on along this trail. Anyway, you were saying? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Up ahead. Be careful. Easy. Seems deserted. Let's take a look. Noch ein Camp. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Hey. Maybe. There he is. Echt? Whoa. Quick. Cut him free and let's get out of here. Ah, da hinten. Ja dann. You got your knife there? Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle, Vorsicht! Take cover! I see three coming this way. What the hell do you think you're doing? What are we doing? This ain't even our goddamn fight! Until we get paid, you hear me? Komm raus! Doesn't look like it. We got more riding in. We got more riding in. You can't come on our land. You can't drive me here. Ah, da. That don't look German to me. I'll cut your fingers off and feed them to you, son. Get him, both of you. Geh fort. Okay, das ist der Kollege. Das war der Kollege.
Well, that's them dealt with. You get them untied, and I'll see what they've left behind for us. Bitte, lassen mich gehen. Ja, chill. Hier drüben. Come on. He looks in some pain there. It's okay. We're getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. So. Kann ich denn noch irgendwas mit dem Mann unternehmen? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Nein, ich werde es nicht töten. Das kommt nicht in die Tüte. Er ist Familienvater, wir haben die Familie gesehen, der bleibt am Leben. Warum läuft er mir eigentlich hinterher? Soll ich den jetzt nach Hause bringen oder was? Okay. Ich habe eine Quest erledigt. Nice. Na dann. Ach, da hinten. Unsere Pferde eskalieren gerade völlig. Ah, bringe den Mann zu seiner Familie zurück. Alles klar. Mache ich, sobald hier alles ausgeräumt ist. So. Yep. All right. Come on. I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Ja, das ist das Problem, wenn zwei fremde Sprachen aufeinandertreffen. Wo ist denn jetzt die Familie hier? Das war doch gar nicht so weit weg. Wenn ich das nicht mal... Mal sagen. Ja, Mädchen, ist okay. Ist nur ein Baum. Ach, ich liebe diese Reitsequenzen.
Yeehaw. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Ups, falsch abgebogen. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Weil er gesagt hat, ihm gehört eine Goldmine, dachte ich zuerst, okay, das hat er verstanden und will da jetzt selber hin. Muss ich zugeben, aber wir sind wieder beim Thema. Er ist halt doch ein guter. Steckt das Ding weg. Weil er hier einfach wild durch die Gegend, die Alte. Sei Dank. Schatz! Oh. Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure.